Herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed. Angekündigt und jetzt gestartet. Nach diesem epischen Intro beginnen wir das Let's Play. Ich erstelle ein neues Profil. Ich hatte mal kurz reingespielt, um zu gucken, ob alles funktioniert. Ich nenne das Spiel natürlich Let's Play, wie immer. Erstellen. So, neu. Ich habe sehr wenig Ahnung von der Steuerung. Ich hoffe mal, das ist so in Ordnung. Ich versuche es einfach. Ich komme wahrscheinlich am Anfang überhaupt nicht mit der Steuerung klar. Ich hoffe, ich finde mich dann da rein. Und ja, wir gucken einfach mal, wie das laufen wird. Wenn es ab und zu laggt, dann liegt das an meinem Computer. Das ist wegen der Leistung. Was wollt ihr denn von mir? Ich richte mein Herz darauf, die ja, ist mir egal. Komm, ich will hier weg. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Wert. Oh, ich habe versehentlich die Frau geschlagen. Okay, haben wir das jetzt geschafft? Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Desmond, versuchen Sie sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Erkennen Sie, dass ich check das gerade überhaupt nicht. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Wo ist denn Umschalt? Verdammt, es klappt nicht. Taste 1 drücken. Einen Moment, Mr. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie leicht. Es geht schief. Ah, das... Das reicht, Miss Dirne. Okay. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Okay, das gut. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Okay, also, ja. Das habe ich gerade null gecheckt, was da gerade passiert ist. Das war ziemlich ekelhaft. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen! Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt! Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Ah, okay. Also, wir sind wohl jetzt in der normalen Welt wieder, sag ich mal. Ja. Eine weise Entscheidung. Jetzt geht hier dieses Glaskuppel über uns. Und ja. Wo? Das Ladezeichen. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Erinnerung gesperrt. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher.
Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm.